Hi, willkommen zurück zu Leverman der Vlog. Der Videoserie, bei dem ich eine Plattform programmieren möchte. Ich habe eine kleine Sommerpause gemacht, weil, naja, bei 30 Grad Raumtemperatur oder fast 30 Grad kann man nicht aufnehmen, geschweige denn klar denken. Daher, kleines Päuschen, ist wieder alles ausgeruht, alles abgekühlt, angenehme Temperaturen hier jetzt. Und jetzt können wir weitermachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten die Kontaktlösung gemacht, beziehungsweise die Kollisionslösung auf Basis von Kontaktinformationen, indem wir einfach die Impulse, wenn ein Kontakt hergestellt wurde zwischen zwei Objekten im Fall einer Penetration, dann geben wir einen Impuls, damit die sich lösen und ja, dann haben wir diesen tollen, ja, diesen tollen Billard-Effekt. Und funktioniert ziemlich gut. So. Wir machen hier jetzt weiter und gucken mal so an, was wir so getrieben haben. Also wir haben das mit der Verteilung auch gemacht. Das heißt, dass wir den Impuls entsprechend auch verteilen. Das heißt, unsere Ebene gehen wir immer davon aus, dass die keinen Impuls bekommen darf. Dementsprechend gehen wir von immer von 0 aus. Also das ist so eine Impulsverteilung hier, so Faktoren, wie wir den Impuls verteilen. Und unser Impuls ist das hier. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist unser Impuls ja eigentlich das hier. Und hier ist Impuls. Das ist unser Impuls. Meistens schreibt man es so. Ja, dann schreiben wir es auch so. Also zuerst der Koeffizient für den Bounce-Faktor, wie wir die Geschwindigkeit, die relative Geschwindigkeit multiplizieren hier. So. Also ob wir Energie gewinnen oder zerstören. Das ist ja alles, was wir hier damit aussagen. So. Und im Falle, wenn wir einen Kreis sind, also wenn wir jetzt mal ausgehen, wir sind eine Ebene und wir sind ein Kreis, das ist unser Standardfall, dann multiplizieren wir das hier mal 0 und das hier mal 1. Und dementsprechend passt das hier. Im Falle von zwei Kreisen halbieren wir das Ganze einfach. So. Und das Konzept werde ich jetzt ein bisschen weiter übernehmen und noch ein bisschen weiter stricken, indem ich jetzt sage, jeder Körper bekommt jetzt so ein Inf-Maß, wo als Konstruktorargument angegeben werden muss. Und dementsprechend muss jetzt auch unsere Ebene dieses Inf-Maß angeben. Und ich mache im Grunde genau das Gleiche, fast das Gleiche wie hier. Unsere Ebene bekommt 0. Unser Kreis bekommt nicht 0, sondern 1. Das hat einen Grund, das werdet ihr auch relativ fix verstehen. Hier werde ich jetzt nur noch die zwei Impfmaßes reindrücken und aufpassen, dass wir, wenn wir hier Copy-Paste machen, hier nicht missbauen. Oh. Und das hier bleibt soweit alles. Das Einzige, was ich jetzt tue, ich nehme unseren Impuls und teile den durch die Summe beider Impfmaßfaktoren. Und ich möchte hier noch gar nicht von inverser Masse sprechen, weil das Konzept Masse haben wir noch gar nicht und möchte ich auch noch gar nicht durchnehmen, sondern ich will das einfach nur als Impulsverteilung sehen. Daher, wisst ihr was, nennen wir es Impulsratio oder sowas. Das nehmen wir dann. Das muss dann natürlich auch Impulsratio heißen, damit es auch passt. Und das ist dann nicht mehr Impfmaß, sondern das ist Impulsratio A. Und das ist Impulsratio B. So.
Soweit, so gut. Ja. Und eine Sache, die wir auch machen können, diese Division, die werden wir auf jeden Fall noch mal machen müssen. Daher würde ich sagen, wir können das doch eigentlich vorberechnen, indem wir diese Division in eine Multiplikation umändern. Das heißt, Impuls, wobei eigentlich ist das die Impulsratio, wenn ich eher ehrlicher bin. Und das ist einfach der Bruch von denen, und der Bruch wird nun mal einfach durch 1,0 definiert. Und das ist nicht mehr Ratio, sondern die Gewichtung. Genau, die Gewichtung. Nennen wir es Gewichtung. Erstmal nur Gewichtung. Und das nehmen wir dann ebenfalls Impuls Weight. Und das müssen wir hier natürlich ebenfalls auch mit angeben. So. Passt. So. Und naja, wenn man es durch Divis einfach teilt, ist 1 durch das, was man teilen möchte, kann man dann einfach auf eine Multiplikation stellen. Fertig. Das ist eine kleine Optimierung bzw. eine Vorberechnung, weil diese Information hier kann man eigentlich für jedes Kontaktpaar vorberechnen, weil das ändert sich während der Kontaktlösung für den jeweiligen Kontakt überhaupt nicht. Daher kann man das vorberechnen. Das ist das, was ich hier mache. So. Der nächste Schritt ist, wir gucken uns an, ob es immer noch funktioniert. Ich glaube, irgendwas meckert noch. So, jetzt aber. Jetzt meckert es nicht mehr. So, und wir sehen, es funktioniert immer noch, weil es von der Grundidee her genau das gleiche macht. Unsere Ebene hat eine Gewichtung von 0. Unser Kreis hat eine Gewichtung von 1. Wenn die beiden summiert werden, dann kommt daraus 1, 1 durch 1 sind 1. Und wenn wir jetzt unseren Impuls einfach multiplizieren, beziehungsweise ihr müsst es jetzt als Division sehen, wir teilen das jetzt durch das hier, dann wird unser Impuls überhaupt nicht verändert, er bleibt bei 1. Und hier wird es mal 0 multipliziert und hier mal 1 und passt. Gleiches Ergebnis. Funktioniert es bei Kugeln immer noch? Hier ist 1. Hier ist 1, hier kommt 2 raus. 1 durch 2, ja, sind ganz klar 0,5. Und unser Impuls wird um die Hälfte verringert. Und unsere Gewichtung entspricht einfach 1 für beide dann. Dementsprechend funktioniert das auf jeden Fall auch. Also, habe ich ja schon gesehen, gerade wo ich es ausprobiert habe, das funktioniert, aber ich wollte es euch nochmal kurz erklären. So, also das ist einfach nur eine Gewichtung, wie wir jetzt hier gemacht haben. Ganz simpel. Ja. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt mal noch ändern möchte. Ich möchte diese Kondition hier mal da reindrücken, weil wir wissen ja, wenn das hier negativ ist, dann bewegen sie sich aufeinander zu. Müssen wir jetzt nicht unbedingt ändern. Und es gibt jetzt noch ein kleines Problem, was wir haben. Und dazu ändern wir jetzt mal oder deaktivieren wir mal die Kontaktgenerierung von den Ebenen und machen nur noch Kreise zu Kreise. Und gucken wir mal an, wie viele Kontakte wir denn hier haben. Wir haben hier einen Kontakt, der wird von dem Körper, der wird als A betrachtet, der wird hier als B betrachtet und der Kontakt zeigt zu dem. Dann haben wir einen Kontakt von diesem Körper, der wird hier als A betrachtet, zu diesem Körper und der wird dann als B betrachtet. Also gerade das Gegenteil davon. Wobei die Distanz, die Kontaktdistanz von beiden her identisch ist und das kann ich euch beweisen, indem wir hier mal reinhopfen und gucken wir mal unsere zwei Kontakte an. Der hat hier eine Distanz von 345. Der hier hat eine Distanz von 345. Ein Normalvektor, guckt ihn genau an.
guckt euch jetzt diesen Normalvektor an. Ihr seht, das ist der exakt gleiche Normalvektor, nur ist das spiegelverkehrt. Und wenn wir den ersten Kontakt hier lösen würden, im Falle einer Penetration, gehen wir mal rein, wenn sie sich aufeinander zubewegen und wir haben eine Penetration, dann geben wir ja einen Impuls, damit die sich hier trennen, einen negativen Impuls. Dann trennen die sich, dann kommen wir zum nächsten Kontakt. Das ist für ihn immer noch eine Penetration, weil die Distanz hat sich nicht geändert. Was aber passiert, dass unsere relative, die projizierte relative Geschwindigkeit für beide Körper größer als 0 ist. Und dadurch greift dieser Kontakt nicht. Alleine deshalb wissen wir schon, dass es auf jeden Fall falsch ist. Oh, was ist jetzt passiert? Achso, stimmt, die Ebenen habe ich hier ausgeschaltet. Dass es auf jeden Fall falsch ist, dass wir hier zwei Kontakte für ein Paar generiert haben. Wir dürfen immer nur einen Kontakt für einen Paar erzeugen. So, das werden wir jetzt ändern. Wir werfen diese Kondition hier raus. Beginnen hier bei i. Das heißt, wir beginnen bei dem Index von unserem ersten Array und gehen 1 weiter. Im ersten Fall, wir beginnen beim ersten Kreis und testen dann gegen den zweiten Kreis. Im anderen Fall, wenn wir hier beim zweiten Kreis anfangen und gehen hier weiter und wir haben aber nur zwei Kreise, kommen wir hier gar nicht rein, weil die Schleifenkondition hier nicht mehr true zurückliefert, sondern false und dementsprechend wird kein weiteres Paar erzeugt. Das heißt, den Fehler haben wir auf jeden Fall behoben. Gucken wir mal an. Passt, wir haben nur noch einen Kontakt und ja, Impulslösung funktioniert immer noch. Reaktivieren wir unsere Ebenen wieder. Und ja, passt. Für unsere Ebene natürlich gilt im Grunde das Gleiche, aber allerdings, so wie das hier gebaut ist, stimmt es auf jeden Fall. Jede Ebene muss mit jedem Kreis einen Kontakt erzeugt werden. So, und der nächste Punkt, den ich auch machen möchte, ist, ich möchte diese Kondition hier loswerden, wenn wir eine Penetration haben. Hier in der Kontaktlösung. Ich möchte nur Kontakte haben im Falle einer Penetration. Deswegen schmeiße ich die jetzt alle raus. Und hier in der Generierung sage ich, wir generieren nur noch einen Kontakt, wenn dieser negativ ist. Ganz simpel. So. Das sind so ein paar ganz, ganz einfache Dinge. Und jetzt sehen wir jetzt auch keinen Kontakt mehr. Erst wenn die Dinger sich berühren, wird ein Kontakt erzeugt und der wird, naja, da die ja im Grunde immer bei 0 anfangen, also für jedes Frame erzeugen wir ja neue Kontakte, funktioniert das einwandfrei. Also passt. So, jetzt können wir ein paar lustige Sachen machen. Nämlich, wir können jetzt mal sagen, wir bauen jetzt mal eine kleine Funktion und bevor ich die baue, mache ich mal die zwei Funktionen, die mir ein Dorn im Auge sind, die wir nicht mehr brauchen. Unsere alte Collision Response und Point and Rect, die brauchen wir nicht mehr, die schmeißen wir weg. Und in der Funktion, wo wir unsere Spiellinien schmeiße ich den zweiten Kreis raus. Und den ersten verschiebe ich in unsere Methode, wo wir unseren Kreis, wenn wir ihn mit der Maus gepackt haben, rumschmeißen können. So. Und ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich stelle es jetzt einfach ein bisschen um. Ich sage die Kondition mit diesem Drag Circle, also erstmal einen Kreis finden, den wir überhaupt rumschmeißen können, wenn die Maustaste gedrückt gehalten wird und wir sind nicht im Tracking-Zustand. Dann suchen wir heraus den entsprechenden Kreis. Welcher Kreis befindet sich unterm Mauscursor? So. Im anderen Fall, wenn wir keinen gefunden haben, machen wir das jetzt folgendes: Erzeugen wir jetzt einfach einen Kreis. Und der soll exakt an die Mausposition gesetzt werden. Und wir reduzieren den Radius ein bisschen. So. Und bevor wir hier weitermachen können, müssen wir auf jeden Fall noch die Anzahl an Kreisen erhöhen. Und die erhöhe ich jetzt mal auf 1000. Und 1000 kann natürlich auch bedeuten, dass ich auch irgendwann 1000 Kontakte habe.
Ich mache aber jetzt mal von mir aus 10.000 oder so. Und ja, schauen wir mal, was jetzt ist. So, jetzt können wir beliebige Kreise generieren und ja, die kollidieren alle wunderbar miteinander. Relativ physikalisch korrekt. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir ein paar Spieler reinmachen. Sofern wir noch Zeit haben. Hammer. Wundervoll. Wir haben hier ja eine konstante Beschleunigung, die wir jedes Mal auf 0 setzen. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht mehr das Ganze auf 0 setzen, sondern ich setze einfach eine konstante Schwerkraft. Also nach unten ist ja negativ. Und wir sagen einfach minus 10 durch dt. Weil ja unsere Beschleunigung hoch 2 angegeben wird, Meter pro Sekunde im Quadrat. Und wenn wir jetzt hier das pro Sekunde haben möchten, also 10 Pixel pro Sekunde, müssen wir es einfach durch unseren Zeit-Delta-Time teilen. So, passt also. Was passiert jetzt? Jetzt fallen unsere Kugeln auf den Boden und bewegen sich relativ lustig. Ist natürlich ganz nett, aber ich möchte mal die Kugeln im absoluten Stillstand haben. Dazu setze ich Restitution auf 0. Das heißt, wir zerstören jegliche Energie nach dem Aufprall und wollen einfach nur, dass die Penetration, also beziehungsweise die Geschwindigkeit zerstört wird entlang der Kollisionsrichtung. Mehr nicht. So, was passiert jetzt? Jetzt fallen die Kugeln auf den Boden und kollidieren mit den anderen Kugeln und fühlt sich teilweise gar nicht so schlecht an, aber so richtig ist es irgendwie immer noch nicht, weil, naja, die Kugeln werden jetzt von anderen Kugeln durch die Ebene gedrückt. Aber nicht nur das, sondern selbst mit einer Kugel wird die Kugel durch die Schwerkraft ein bisschen durch die Ebene gedrückt. Und wenn eine andere dann drauf kommt, drückt die auf jeden Fall in die Ebene rein und die kommt auch nicht mehr raus. Die wird nicht mehr rausgeschoben. So, warum ist das so? Gucken wir mal in unseren Code rein. Gucken wir mal in unsere Kontakt. Was benutzen wir davon? Die Richtung. Unseren Körper. Ja, das war's auch schon. Mehr benutzen wir nicht. Wir benutzen nicht dieses D, was die Distanz, die Penetration angibt. Und deswegen ist das eigentlich nicht eine komplette Kontaktlösung, sondern nur Geschwindigkeiten lösen. Eigentlich lösen wir nur die Geschwindigkeiten hier. So. Und um jetzt die Penetration zu korrigieren, gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Wir kopieren den ganzen Kram, kopieren ihn hier rein, nachdem die Geschwindigkeit integriert worden ist, also nachdem wir eine neue Position bekommen haben, und gehen davon aus, dass wir trotzdem, auch dass die Geschwindigkeit korrigiert worden ist, weiterhin eine Penetration haben. Und wir machen dann eine sogenannte Positionskorrektur. So, und für eine Positionskorrektur brauche ich keine Geschwindigkeit. Ich brauche keine relative Geschwindigkeit oder sowas oder keine relative Position. Was ich brauche, ist, ich weiß ja, jeder Kontakt ist eine Penetration. Dementsprechend muss ich auf jeden Fall die Position immer korrigieren, unabhängig davon, ob die Geschwindigkeit hier gelöst wurde oder nicht. Und das funktioniert, indem wir uns einfach einen Skalar erzeugen, wo wir sagen, wir definieren jetzt, wir berechnen jetzt einen Faktor, einen Wert, der entlang der Kontaktdistanz oder einfach die Kontaktdistanz hält. Und genauso wie beim Impuls, also im Grunde ist es auch ein Impuls, nur halt für Position, genauso diese Gewichtung enthält, die wir hier angegeben haben.
Das heißt, dieses Impulsratio muss hier ebenfalls mit rein. So. Und den Rest können wir wegwerfen. Und hier machen wir jetzt nur Body A, Position, Atmol Skalar, Normal, Correction. Und jetzt ganz wichtig, unser Inf, unser Impuls Weight A und Impuls Weight B muss natürlich entsprechend integriert werden und hier muss das Ganze negativ werden. Also genauso wie hier oben auch. Das heißt, Geschwindigkeit wird gelöst und danach wird die Position korrigiert. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, fühlt sich schon mal deutlich robuster an, aber das Ganze zuckelt ein bisschen hin und her. Und damit wir besser sehen, wie das zuckelt, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt hier auf YouTube erkennbar ist, aber es zuckelt auf jeden Fall ziemlich eklig. Gehen wir jetzt her und deaktivieren wir mal das Zeichnen von den Kontakten. Tu mal einfach auskommentieren. So. Und dann gehe ich her und vergrößere den Radius von unserer Kugel auf was ziemlich Großes, 100 zum Beispiel. Sehen wir das? Nicht so ganz. Dann gehen wir mal her und füllen unsere Kugel einfach mal. Vielleicht sehen wir es jetzt ein bisschen besser. Also es flackert auf jeden Fall hin und her. Und die Kugel wird dauernd, naja, die Schwerkraft drückt die Kugel nach unten, löst die Penetration, beziehungsweise die Geschwindigkeit wird korrigiert und dann wird die Penetration korrigiert. Aber im nächsten Frame wird es ja wieder runtergedrückt. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Die Kugeln dürfen nicht so hin und her wippen und das ist natürlich schlecht. Da gibt es eine ganz einfache Lösung für. Was ist, wenn wir sagen, wir lösen nicht mehr die gesamte Distanz, sondern geben ihnen ein bisschen Spiel? Zum Beispiel, wir geben ihm. Machen wir so eine Konstante, die nennen wir Minimum Distanz und sagen, ist ein Hundertstel Pixel. Das heißt, wir ziehen einfach einen Hundertstel Pixel davon ab, sodass die Distanz kleiner wird. Wichtig, die Distanz hier ist negativ im Fall einer Penetration. Dementsprechend muss das hier auch addiert werden und nicht abgezogen, sonst wird die Distanz ja größer werden. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir nicht mehr das Zuckeln. Das Ganze ist ein bisschen robuster, um zu testen, wie robust es ist. Tun wir wieder die Kreise mit Linien nur noch zeichnen. Finde ich besser. Kann man besser erkennen irgendwie. Und machen den Radius ein bisschen kleiner wieder. Gehen wir wieder auf 30 runter. Gucken wir auf die Uhr. 23. Noch 5 Minuten. Und probieren wir mal aus. Jo. Genau das, was ich erwartet habe. Wenn die Kreise hopfen trotzdem noch hin und her, obwohl ich die Toleranz gegeben habe. Die Toleranz habe ich jetzt eigentlich nur angegeben, um eine Kugel im Einzelfall korrekt zu lösen. So, was ist, wenn wir jetzt sagen, wir gehen noch ein Schrittchen weiter und lösen nicht mehr 100% der Distanz, sondern nur noch einen bestimmten Prozentsatz, zum Beispiel 50%. Das nennen wir Max Correction. Und wir multiplizieren einfach unsere Distanz, bevor wir durch die Impulse Ratio multiplizieren. So, wie sieht es jetzt aus? Ist es jetzt robuster? Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall kein Rumzuckeln mehr. Es ist zwar noch nicht perfekt, weil, naja, die Kugeln penetrieren immer noch, aber guckt euch die Situation an. Die Kugel drückt die, die drückt die, die drückt die, die drückt die und die müsste eigentlich
theoretisch rausgedrückt werden, damit die anderen Platz haben. So, das wäre das korrekte Verhalten. Und die wippt immer noch ein bisschen hin und her. Also so 100% korrekt ist es noch nicht, aber es ist schon mal deutlich besser. Wie können wir es noch stabiler bekommen? Man kann es noch stabiler bekommen, indem wir sagen, wir lösen die Geschwindigkeit nicht mehr einmal, sondern mehrfach. Weil es kann ja sein, dass wenn eine Geschwindigkeit hier gelöst worden ist, für diesen Kontakt hier und der nächste Kontakt sorgt zum Beispiel wieder davor, dass die Kugel wieder in eine andere reingedrückt wird, von der anderen. Und dann würde die Kondition hier wieder greifen. Und aber da wir den Kontakt nicht mehrfach betrachten, sondern nur ein einziges Mal, können wir den Fall niemals abbilden. Also können wir einfach mal sagen, wir sagen, es gibt jetzt eine sogenannte Anzahl an Geschwindigkeitsiterationen, die wir lösen möchten. Oder ich nenne es Velocity Solver Iterations und setze jetzt mal zum Beispiel auf 4 und Entschuldigung, mach einfach nur eine simple For Loop außenrum. Das ist alles, was ich tue. Ich möchte einfach nur den Fall berücksichtigen, wenn eine Geschwindigkeit korrigiert wurde für einen Kontakt und einen anderen Kontakt, der danach kommt, hat diese wieder verändert, sodass wir eigentlich diese nochmal korrigieren müssen, möchten wir das ebenfalls berücksichtigen. So, wie sieht es jetzt aus? Gutes Stück stabiler. Noch nicht 100% korrekt, sehen wir, die überlappen hier immer noch ein bisschen. Wobei das, Entschuldigung, immer noch an das kann noch ein bisschen in Pixeln liegen am Radius, weil der wird ja, wir runden ja unser Float in Ints und daher kommt ein bisschen eine kleine Präzision unabhängig, Präzisionsungenauigkeit mit rein. Was ist, wenn wir jetzt die Iteration zum Beispiel auf 10 setzen? Wir merken schon jetzt, dass die Kugeln auf jeden Fall ein bisschen weiter nach oben gegangen sind. Das heißt, sie haben sich noch deutlich besser korrigiert. Und jetzt versteht ihr auch bestimmt, warum ich mit Kugeln anfangen wollte und nicht mit orientierten Boxen oder sowas. Sondern Kugeln sind nun mal super einfach zu programmieren. Ebenen sind super einfach zu programmieren. Und wenn diese zwei funktionieren, dann ist der Rest nicht mehr so weit entfernt. So. Und wenn wir jetzt die Iteration zum Beispiel was ganz Abgefahrenes setzen, zum Beispiel 100 oder so, dann seht ihr, dass es richtig robust wird. Aber immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Also es ist mit 100 Iterationen ist es, ja, zuckeln sie ein bisschen immer noch. Und also es ist nicht perfekt. Es ist nicht schlecht. Also für manche Spiele reicht der Fall tatsächlich. Weil das passiert ja nur, wenn zu viele Kugeln hier entweder aufeinander liegen. Also da wird ja Gewicht verteilt und was die Impulse ja machen. Beziehungsweise wir haben ja kein Gewicht, aber die Impulsverteilung sorgt dafür. Also die ganzen Impulsgeschichten sorgen ja dafür, dass die aufeinander ja, getrennt werden. Und da, indem wir die Positionskorrektur machen, überlappen sie auch nicht. Also wir haben keine Penetration mehr. So. Und wenn wir jetzt die Kontakte wieder anlegen, beziehungsweise anzeigen, hier, beziehungsweise machen wir mal eine Variable, wo wir sagen, if show contacts oder so, dass wir die bei Bedarf ein- und ausschalten können, muss ich nicht jedes Mal hier auskommentieren, weil das werden wir häufiger brauchen, dass wir die ein- und ausschalten wollen, weil die sind manchmal ziemlich nervig. Und wo stecke ich das dann rein? Von mir aus ein Update. Private, Boolean, Show Contacts und ich setze jetzt mal False, auf True. Und dann sehen wir ja die ganzen Kontakte hier. Und ihr seht, die blinken fröhlich vor sich hin. Und wie gesagt, man kann diese Lösung tatsächlich für Spiele jetzt schon verwenden. Für die 90% der Spiele reicht es wahrscheinlich sogar aus. Vielleicht sogar für mehr. Ich für meinen Fall aber brauche eine deutlich robustere Kollisionserkennung, weil wir hier einen physikbasierten Plattformer bauen. Und
der sollte natürlich diese Probleme nicht haben. Könnte man drauf pfeifen, aber ich möchte es jetzt mal von Anfang an richtig machen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Da werde ich dann eine deutlich bessere Technik verraten, wie man das brutal robust bekommt. So, dass die überhaupt nicht mehr zuckeln. Und ja, würde ich sagen, sieht man sich dann zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Jetzt seht ihr, dass es so langsam in Richtung Physiksimulation geht. Zwar noch nicht wirklich zu einem Spiel, aber ach ja, übrigens, ja, wir haben ja noch WSAD eingebaut. Das heißt, wir können unsere Kugeln hin und her schieben lassen, gell? Und schon haben wir einen ganz lustigen, interessanten Effekt. Und ja, okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.